Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Neuried. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, grüße Sie herzlichst. Wir sind unterwegs in Neuried mit unserer Ortschaft der Woche. Die Frau, die jetzt nur ein bisschen skeptisch schaut, weil sie denkt, was wollen die eigentlich von mir? Die wollen ihre Geschichte hören. Das ist die Frau Melcher mit Vornamen. Dorothee. Darf ich Dorothee sagen? Ja. Super, Dorothee. Schon immer hier gewesen in Neuried oder woher nein, gekommen? Nein. Ich komme eigentlich aus Westfalen und bin seit 1962 in München. Westfalen und dann kommen wir nach Oberbayern. Ja. Ist das in Ordnung? Ich habe meinen Mann hier kennengelernt. Mhm. Und haben sich der Kunst zugewandt? Ja, also am Anfang noch nicht so, aber dann ziemlich bald, wie die Kinder in die Schule kamen, Kindergarten, habe ich dann angefangen zu malen in Kunstschulen. Einmal in den Schwabing habe ich Abzeichenkurse gemacht. Dann bin ich zu dem Atelierprojekt in der Landwehrstraße. Die waren erst in Aubing und sind in Leim gewesen. Und dann bin ich mit denen in die Landwehrstraße gezogen. Mhm. Seit über 20 Jahren bin ich dabei, mache immer wieder Kurse. Was ist denn so Ihr Spezialgebiet? Wo hat die Frau Melcher dann gerissen und hat gesagt, das ist meins? Ja, also ich habe immer schon gerne Menschen gezeichnet. Mhm. Das ist eigentlich. Wie ich da hinten auch sehe, wenn ich ehrlich. Ja. Das ist von Ihnen, ne? Ja, das ist ja. Alles von Ihnen. Alles. Also auch das Holzwerk? Das Holz auch, ja. Ja, Moment. Also man malt und dann kann man aber auch, sage ich jetzt mal, plastisch arbeiten. Das ist eben ein Ausprobieren gewesen. Ich wollte mal wissen, ob ich dreidimensional auch arbeiten kann. Und, hat es sich weitergeführt? Nee, ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es in den Armen so weh. Ich habe unten meine Werkbank stehen gehabt und das dann irgendwie in den Armen nicht so passte dann. Das tat dann so weh und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich nicht mehr weitergemacht. Was interessiert am Mensch? Also was ist? Ja, mich interessiert eigentlich am Mensch in seinen Alltagssituationen und etwas skurrilen Hintergründen. Also das interessiert mich nicht so, die Realität so abzubilden, sondern was dahinter ist. Mhm, und das verfremde ich etwas ironisch. Und und das ist eigentlich mein Anliegen. So auch da, ich meine überall. Gibt es auch Werke, liebe Frau Melcher, wo Sie sagen, na, das hänge ich jetzt nicht auf, das geht nicht, das ist nichts geworden. Gibt es das bei Ihnen auch? Das gibt schon, aber wie gesagt, die habe ich dann irgendwo im Keller liegen oder so und dann wechsle ich mal wieder, ich hänge die immer wieder alle ab und dann hänge ich die wieder drauf und mache das eigentlich so im Wechsel vom halben Jahr, dann mache ich dann wieder meine Wände, gestalte ich dann neu. Woher kommt denn das eigentlich, dieses Interesse, dann vor 20 Jahren zu sagen, ich möchte jetzt sowas machen? Ich habe schon von Kindheit an habe ich gerne gemalt und habe auch schon in der Schule einige mal so kleine Einladungskarten gemacht im Kunstunterricht. Ja, und das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich eigentlich, während die Kinder klein waren, nicht mehr viel gemacht und bin dann erst, wie die Kinder dann Schule und so weiter waren, habe ich dann angefangen, mich ein bisschen mehr dazu. Kinder haben Hausaufgaben gemacht und Dorothee hat dann gemalt. War das dann so, die Aufteilung? Am Esstisch gemalt. Also, wenn ich nicht mehr ging, dann habe ich am Esstisch gemalt, in einer kleineren Wohnung. Und hier habe ich dann meinen Raum. Dann sind meine Kinder ausgezogen, habe ich das Kinderzimmer von meiner Tochter dann dafür gebraucht. Ne? Und dann habe ich dann mich wirklich intensiver mit beschäftigt. Also das sind so ungefähr 20 Jahre. Was hat denn der Ehemann dann gesagt? Mein Mann ist auch künstlerisch tätig, der so, sitzt im Keller und ist ja Schriftsteller. Ja dann. Nee, ich meine, er ist zwar nicht hauptberuflich Schriftsteller, also er ist Richter gewesen am Landgericht und hat immer geschrieben und schreibt auch heute noch. Also beides Menschen, die so nebenbei dann sich diese Leidenschaft rausholen, um das dann privat zu machen. Ja. Das machen wir. Wie tauschen Sie sich denn aus, wenn Sie malen und dann kommt was raus dabei? Geht er da mal hoch und sagt... Er urteilt schon, entweder macht er das nicht so gerne oder er macht es vielleicht, er unterstützt mich dann und sagt, ja, es ist okay. Und wenn er einen Roman zu Ende geschrieben hat, dann lese ich den sofort durch. Da bin ich jetzt gerade auch dabei. Auch knallharte Kritikerin. Ja, doch. Schon? Ja, doch. Dürfen wir mal hochgehen? Also da, wo Sie dann sich auch... Also dann gehen wir mal Treppe jetzt hoch. Weitere Kunstwerke von Frau Melcher. Bis gleich. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Neuried. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche.
So, jetzt geht es in die heiligen Hallen. Frau Möcher, ich darf Ihnen folgen. Ja. Ja. Das, wo Sie sich dann sozusagen künstlerisch ergießen. Ja, also das sind auch noch so kleine Werke, da habe ich so alte Latten zusammengesetzt und habe die dann hingehängt. Ach, man kann einfach auch mal alte Latten zusammensetzen. Was inspiriert Sie denn eigentlich? Weil wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich Sie so anschaue, also alles, das ist so unterschiedlich. Zum Beispiel, das dürfen Sie nicht, das ist von meinem Enkel wieder. Wieso dürfen wir das nicht? Das ist doch schön. Ja, natürlich, aber wie gesagt, das ist Blauer Reiter, hat er sich dann im Kindergarten. Aber Entschuldigung, das ist auch Kunst, manche steht auch so im Louvre drinnen. Ja. Da dürfen wir jetzt nicht, aber da kommt schon was von der Oma dann durch. Nein, ich sage nur, Frau Melchior, es ist so unterschiedlich, was Sie machen. Ja, komplett. Ja, ich könnte jetzt nicht sagen, was jetzt so das typische Melchior ist, oder? Nein, also das ist jetzt die letzte Phase. Das sind meine kleinen Aquarellzeichnungen, die ich also mit Feder und Tusche und Aquarell zeichne. Also gibt es auch Phasen? Ja, es gibt bei mir Phasen, ja, doch. Welche war denn die erste Phase? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist die jetzige Phase. Das ist so ungefähr die jetzige. Ich gehe ja jede Woche einmal zum Atelierprojekt und male Akt. Sitzen da auch Menschen dann? Akt, richtig ja, da? Natürlich. Das weiß ich ja nicht. Ich bin malerisch total untalentiert. Nee, das ist jedes Mal ein anderes Aktmodell. Wer sitzt denn da so? Frauen, Männer, alles? Studenten? Die gehen noch Studenten, die gehen noch in die Akademie und sitzen da auch Modell. Wenn es kalt ist, dann sitzen sie da. Dürfen wir eintreten nach Ihnen, bitte? Was haben wir denn da noch alles schon? Wer ist das? Ist das der Mann? Nein, das habe ich mal in Aschau in einem Projekt gemacht. Da war ich mal in der Sommerakademie. Verstehe. Und da habe ich damit Öl gemalt. Das saß auch einer als Modell, also eben angezogen. Ne? Aber das sieht man schon. Sie haben überall Fotos, Gesichter, Lachen, Köpfe, die verschiedensten Emotionen. Ja. Fangen Sie ein, ja, gell? Ja. Das ist aber auch etwas, was, ja, kriegt nicht jeder hin. Also ich meine, wann verzeichnet man sich? Also wann kann man auch überzeichnen? Wann muss man aufhören? Ja, das ist schwer. Aha. Das weiß man nicht immer, wann man aufhört. Manchmal macht man es kaputt. Dann, das jetzt schon? Ja, dann macht man es kaputt. Aber es ist natürlich bei Aquarell schwieriger, wenn man es kaputt macht. Das kann man dann nicht mehr so leicht wiederholen. Dann muss man neu anfangen. Oder mit Acryl kann man sehr viel übermalen. Also, wieder gut machen. Da kann man wieder gut machen, ja. Sieht man das dann auch, dass wieder gut gemacht wurde? Ja, aber man kann ja was stehen lassen oder nicht. Das muss ja nicht immer ganz glatt sein. Also es ist, Das finde ich jetzt aber spannend. Ist das auch von Ihnen ganz links? Ja, das ist auch mal der Fall. Das war ein Gerüst an irgendeinem Bau. Das toll. War, und dann habe ich das immer raus und rein und weiß und schwarz und hin und her gemacht. Und ja, gut. Wann ist die Schaffensphase am besten? Früh morgens, spät nachmittags, nachts? Also meistens im Winter mehr, wenn man da nicht raus kann oder möchte. Dann sitze ich hier und dann, wenn das richtig schön draußen dunkel ist und so, dann mache ich es gerne so zwischen, ja, sagen wir mal nachmittags am meisten und abends nicht so sehr, weil ich das Tageslicht dann schon mehr brauche. Aber durch das, dass Sie natürlich dann auch wirklich also Ihre Kurse haben und also auch wirklich dann reingehen zum Aktmalen und so weiter, können Sie ja eigentlich niemals sagen, ich habe mal eine Phase, da habe ich gar nichts gemacht. Ich habe mal Monate gar nichts gemalt. Gibt's auch? Auch jetzt zum Beispiel hatte ich eine ganz lange Phase, mal 5, 6 Wochen. Da habe ich mich überhaupt hier gar nicht, also da habe ich hier nur mal gelesen und so oder so Fingerübungen gemacht, aber sonst nichts Konkretes gemacht. Also das gibt's auch. Was muss man denn eigentlich mitbringen, um etwas aufs Papier zu bringen? Ist das, man muss Mut haben, dass, wenn es schief geht, das dann immer weiter zu verarbeiten. Also man darf dann nicht aufhören. Oder man muss viele Versuche machen. Sie können also, jetzt, wenn ich jetzt meinen Enkel male, muss ich dann mindestens 6, 7 Blätter wegschmeißen oder beziehungsweise sammeln, bis ich das Richtige habe. Mit Radieren geht nicht immer dann, obwohl es Bleistift ist. Ich versuche auch mehrere Techniken wie Acryl und Kreide und Aquarell und so weiter. Aber wie gesagt, man muss viel wegschmeißen können. Das ist ja auch, aber auch mutig, ne? Wenn man was wegschmeißt. Ja, gut. Oder ist ja lösend. Oder ich gucke es mir irgendwann wieder an, wenn ich keinen Mut habe, es ganz wegzuschmeißen, dann gucke ich es mir an. Und dann sage ich, ja gut, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Apropos angucken, wie gucken Sie eigentlich andere Werke, auch große Werke an? Ja? Also ich kann mir vorstellen, wie jemand, der, keine Ahnung, Fernsehen macht, schaut nicht mehr normal Fernsehen. Jemand, der Radio macht, hört nicht mehr normal Radio, weil er sagt, das könnte man anders machen oder so. Wie schauen Sie Bilder an, also von großen Künstlern? Ich schaue mir gerne Bilder an, weil die mich inspirieren für was Neues.
Gibt es einen Lieblingsmaler, einen Lieblingskünstler oder Künstlerin, wo Sie sagen, oder eine Epoche, die Ihnen ganz besonders nahe geht? Expressionisten, dann habe ich auch, also sehr, ich gehe auch manchmal in die alte Pinakothek und zeichne. Also sieht man ja, das gibt's. Die holländische Genremalerei ist sehr interessant mit den vielen Alltagsszenen und so, mache ich auch, weil das auch so was Witziges ist, was mir gefällt. Ja. Und ja, gut, also. Auch, dass Sie dann noch viel Zeit haben, Frau Melcher. Ja, gut. Also da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da noch so rauskommt. Der Enkel muss nur raus. Unsere Zeit ist leider schon vorbei. Aber schön, dass wir mal so in die engen Kulissen schauen durften. Ja. Ja. Wünsche alles Gute. Ja. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Servus. Das war die Ortschaft der Woche. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Neuried. Wechseln Sie jetzt!